Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Wir gehen meine Schwägerin besuchen. Da gibt's einen Babyesel, den zeige ich euch. Geht gleich los. So, da seht ihr das Paradies. Die Esel sind hier. Ganz rechts, das ist unsere Cleo. Na, könnt ihr euch erinnern? Die ist jetzt hier in der Eselherde. Die können hier Gras fressen. Und da ganz da hinten unter dem Busch, wartet mal hier. Da ist unser, besser gesagt, im Junis seiner, ne? Wir gehen jetzt auch gleich da runter, um die mal anzugucken. Maschallah, so schön. Jetzt gehen wir los. Wir waren gerade auf dem Balkon da oben. Seht ihr? Genau da waren wir. Jetzt kommen wir, laufen wir durch die Felder. Ich sag euch, hier ist die Natur schön. Ich liebe dieses Gebiet hier. Hey Cleo! Die Gigibes! Hey Arfa Ini Walala! Die kennt mich noch oder was? Cleo! Hallo! Guck mal, kennst du mich? Hallo Cleo! Aiwa! Was die Cleo? Ah, isma heya Cleopatra! Guck mal! Pausi! Kennst du uns noch? Oh. Frag sie mal, schlagen sie sie? Enti mich hier trapeia. Halas. Ach Gott, eher die. Habibi. Die bitte. Mashallah. Habibi. Hoa sei Kelp. Gaia la Tula, la Gamp. Oh, die Dakar. Mashallah. Die haben einen Schaf, der ist wie ein Hund, der läuft ihm hinterher. Hey, Aisha Fendi. هناك هناك في الحوش وانت هاتي برا دلوقتي يا ايه بطلعها برا بتاكل صح ايوه كليو دو كانست uns noch ها ماوزي مالش دي kriegt jetzt Wasser genau also jetzt gucken wir mal ايه دي هني واوا بس هاتن هبل حبل عشان رجلها ما تبقاش معوية تطلع مزينة رجلي ها خلاص دي هم دان زال هنجي محتي بس دي نش ganz genau habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, guck mal, es trinkt. Guck mal, mashallah. Wir haben ja die besucht letztes Mal, da war sie ja schwanger. Dann haben wir, wir haben ja sie beim letzten Mal besucht, da haben wir Brot gebacken. Guck dir mal das an, Mashallah. Ach Gott, ist der süß, Mausi. Ich kann immer. Guck mal hier, die besten Freunde der Farmer kommen auch. Leute, ich brauche nichts mehr. Na? Die haben sich angebunden, dass sie nicht weglaufen. Und Leute, keine Sorge, hier ist es nicht so heiß. Wir haben hier 25 Grad ungefähr mit viel Wind, also ist okay. Also viel Wind nicht, aber es ist nicht heiß. Guck dir mal das an. Na, da beim letzten Besuch war sie ja schwanger, ne? Und jetzt bist du rausgekommen und du gehörst zum Jonas. Habibi. Oh. Ich kann das gar nicht glauben. Mashallah. Ist das hübsch? Guck mal, wie braun. Die braunen Härchen da, ne? Und da kommt wieder das Schaf an. Ismo Ea, die. Und der hat keinen Namen. Mashallah, Mabruk, die Hello. Guck mal, der Kleine. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann das gar nicht. Boah. Ich bin sprachlos. Es ist wunderschön. Na, und die Cleo. Lea, die mich kulo ala gamp. Die Hini, Aschan, Schweier, et Kellem. Warum sind die nicht zusammen? Ah, bringen Sie mal ein Schwisschen. La, Aschan, Cleo. Sag zu ihr, warum ist sie da hinten angebunden und nicht. Ah, weil dort Gras ist und da hinten nicht, sonst sind sie immer zusammen. Okay. Weil viel Horsch, viel Lehl, Hini, Hinak. Ah, nachts sind sie dann im Stall alle zusammen. Halas. Oh.
كم؟ هو خايف شوية؟ أيوه. هاتي شوية ممكن؟ حبيبي كسر رجلي. ني سيبي خلاص خلاص. Der bricht sich noch die Füße. Aiwa. War die Kibir. Das wird ein mittelgroßer Esel, weil die Mutter ist auch richtig gut. Ne? Die ist auch schön genährt, sieht man. Mashallah. Hallo. Omaha, come on. Kwaesa. Aiwa. Mish chasso kidi. Hey, ja, ekel kwaes. Ah, ekel katir sa. Guck mal hier, das ist doch eine Kulisse hier mit den Palmen. Na Mausi, guck mal, du hast heute deine Winterstiefel an, ne? Dass die Leute mal sehen, bei uns ist der Winter eingezogen. Oh, Habibi. Also ich finde, der sieht aus wie so ein Bambi, wie so ein Reh. Vielleicht nennen wir ihn Bambu oder so. Bambus. Nee, also wir können ja mal einen Aufruf starten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für einen Namen würdet ihr dem kleinen Eselchen geben? Also ungefähr in 5 Monaten oder so darf der zu uns ziehen. Der ist jetzt schon, weiß ich nicht, 1 Monat alt. Also normalerweise werden die nach 4 Monaten abgesetzt hier, dass sie halt, dass die Mütter nicht mehr so viel Milch geben müssen. Normalerweise ist es aber gut, dass es 1 Jahr lang bei der Mutter bleibt. Aber das machen die ägyptischen Familien nicht. Also wir haben gesagt, so ein mit 6 Monaten soll er dann zu uns kommen. Wir haben noch ein paar 2 Monate rausgeschlagen. Ne? Weil die Mutter muss wieder arbeiten und dass sie mehr Kraft hat eben. Ist blöd, aber ist halt hier so. Und im Endeffekt bin ich ja froh, dass wir die 2 Monate noch bekommen. Ne? In 6 Monaten kommst du zu uns. Zum Captain. Ach, guck, Cleo wurde umgesetzt. Die Mausi. Da seht ihr, der Cleo geht's gut. Guck mal, hier ein paar Tauben. Na, yalla. Beim letzten Mal durfte Yunis reiten, heute darf die Mausi. Wir lachen immer, das ist ihr Helle Balak, Helle Balak. Oh. Wir lachen immer, das ist ihr zukünftiger Mann, sage ich immer, ne? Dabei, das schämt sich die Mausi. Wobei, der hat ein Haus am Meer, am Nil, ne? Da kann die dann am Nil leben. Mit Blick auf den Fluss. Da kann die Mama Videos machen, ne? Ja. Naja, ob ich dann noch Videos mache in 20 Jahren oder in 15 Jahren. Man weiß es nicht, wir werden sehen. Das ist wirklich ein kleiner. Hey, du Maus. Voll toll. Udige, Dide, come on. Die Omara. Ach, das gehört jemand da oben. Okay. Khalas. Yalla. Alhamdulillah. Guckt euch das an. Wer sich an das Video erinnern, wir besuchen meine Schwägerin. Da in diesem Haus waren wir ja drin. Das ist auch komplett umzäunt. Die lebt da auch wie im Paradies da drin. Das ist echt schön. Wir gehen nachher mal auf die Terrasse, Dachterrasse, da machen wir noch mal ein Video kurz von oben. Und dann war es das auch schon wieder. Ich wollte eben diesen kleinen, das Eselchen hier sehen. Das hat der Yunis zum Geburtstag bekommen von der Schwägerin. Na? Und dass der Captain einen Kumpel hat. Yalla. Bis gleich. So. Da seht ihr das Ganze noch mal von oben. Dann verabschiede ich mich. Und ich fahre jetzt auch wieder nach Hause. Hier könnt ihr nochmal den Rest sehen. Hier sind die Pflanzen frisch gegossen. Schöne Kakteen. Eine Riesenpalme. Ne? Yalla. Ah, seht ihr, da ist wieder das Hogada-Taxi, ne? Wie letztes Mal, als ich da war. Taxi. Rakam eher die Taxi. Taleta meja etnen. Ah ja, 302 Taxi ist unser Nachbar. Hamema? Ah, mashallah. Warte, Abul Gardan. Ah ja, das ist Abul Gardan. Das ist der Vater, der Freund der Farmer. Yalla. Das war's schon wieder. Masselema. Bye, bye. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, schenkt mir einen Daumen.
und kommt nach Ägypten. Fern. Aber Gerdan. Der tut sag's mir, beim Esel die Schuppen wegfressen. Das sieht man noch nicht. Seht ihr den Vogel? Ja, kasardati kide. Ah, ممكن Mahmoud, مش عارف, Yunus. Ayua. هحضر لك لساق لي هنا كده. Ja. لساق. Ah, انا مش عارف دي محمود. Mahmoud عمل دي. يلا. Also Leute, ma selema, bye bye. Bye bye.